Guten Morgen, ihr kleinen Schnuffis. Hinter mir ist der liebe Marcel. Ich bin heute bei der Deutschen Bahn. Ich habe hier seit ein paar Tagen Baustelle und habe zwei große Maschinen revidiert und muss noch relativ viel Material da zurückholen. So, weil ich nämlich ein faules Schwein bin, habe ich keinen Bock, irgendwie 400 Kilo Material bei zu schleppen. Deswegen hat der Onkel Anhänger dabei und einen Minidumper. Und um euch mal zu zeigen, wo ich hin muss. Das ist die Gleisanlage. Und wenn man ganz genau hinguckt, ganz, ganz genau, da hinten irgendwo, so in etwa 500 Meter Entfernung, steht ein grauer Container. Da ist das ganze Zeug. Und wir haben das letzte Mal tatsächlich, haben das die Jungs hergeschleppt von Hand mit Sackkarren und weiß ich nicht was allem. Und da fahren wir jetzt mit dem Dumper hin. Da habe ich gedacht, ich mache mal wieder ein kleines Video über den Parkside-Dumper und guck mal, wie der sich auf der Langstrecke macht. Ah! Jetzt haben wir halbe Strecke, da vorne steht der Anhänger im Auto. Jetzt kommt der Hauptbeweggrund, warum ich über die gerade Strecke, über die lange laufen wollte. Weil sonst hätte ich den ganzen Mist da die gefrorene Treppe hochschleppen müssen. Und da hinten ist der Container hinter den netten orangen Jungs. Jetzt habe ich dem Kollegen etwa 200 Kilo Gewicht gegeben. Da ist jetzt eine Kompressorstufe drin, da sind nochmal drei Kanister Öl dabei. Ich bin jetzt von da hinten bis hier vorgefahren, aber da drüben darf ich nicht filmen, das ist ein bisschen schlecht. Und bis zum Auto haben wir es noch ein paar Meter, da kriegt ihr gleich von mir noch mal eine schöne Einstellung. Läuft! Erste Fuhre ist geschafft. Haben wir schon im Anhänger drin. Jetzt kommt die zweite Fuhre, gleiche Strecke nochmal hin und her. Übrigens nochmal zwischendurch, der Marcel ist DJ. Wenn einer im Raum Mannheim einen guten DJ sucht, verlinke ich unten. Ne? Also macht alles. Hochzeiten, Partys, Events, alles. Alles klar, auch wenn alle dabei nackt sind, das ist für ihn kein Problem. Stop. Ja, wie? Was wie? Nackt? Ja. Nackt DJ. Also wenn der Preis stimmt, legt er auch nackt auf. Ich bin für alles offen. Ah, das ist jetzt die zweite Fuhre. Wie gesagt, ich fahre weiter vorne weg. Ich muss da nicht alles filmen. Da sind wir etwa so 200 Kilo Material drin. Tut sich ganz gut. Ich bin eher außer Atem als der Dumper. Alleine nur wegen Kilometergeld. Ab die Post. Live in Action. Zweiter Gang. Einhändig. Hahaha. Läuft. So, das ist die vierte und letzte Fuhre, die ich gerade am Einladen bin, in Anhänger. Voll beladen bis oben hin. Der Kollege hat das auch die 500 Meter weit vorgeschleppt. Ich bin jetzt insgesamt die ganze Strecke viermal hin und zurück gefahren. Das sind etwa 4 Kilometer. Und am Ende des Tages muss ich sagen, der Kleine hält sich ganz schön wacker. So, jetzt laufen wir mal drum. Man sieht, der Kollege hat das letzte Jahr wirklich gearbeitet. Den darf ich auch mal wieder putzen. Da wäre er auch dankbar drüber. Tatsächlich ist es so, ich habe bis jetzt an dem Ding nichts zu bemängeln. Es ist nichts verreckt, es ist nichts ausgeschlagen. Überraschenderweise die ganzen Seilzüge, die laufen noch alle geschmeidig. Beim ersten Zug läuft das Ding, auch wenn es draußen kalt ist oder sonst irgendwie. Die Mulde macht einen vernünftigen Eindruck. An der Leistung fehlt es nicht, an der Gewichtskapazität fehlt es auch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für das Geld, was der ist, natürlich gibt es auch größere, teure und bessere Modelle. Aber für das, was ich mache, das ist, wie ich immer sage, es gibt nicht das falsche Werkzeug, sondern es gibt nur das falsche Werkzeug für die falsche Anwendung. Ist das Ding einwandfrei. Der kommt jetzt in den Anhänger, dann bringe ich noch mein ganzes Geraffel mit nach Hause und dann ist gut für heute. Lange Rede, gar keinen Sinn. Der kleine Parkside-Dumper hat sich heute, wie gesagt, wacker geschlagen. Mein Resümee nach dem Jahr. Das Ding funktioniert einwandfrei. Wenn man einen kleinen Gartenbaubetrieb hat oder auch eine große Baustelle als Privater, ist das Ding einwandfrei. Würde ich den jetzt für eine große Baustelle nehmen, als professionellen Einsatz, jeden Tag harter Baustelleneinsatz, wage ich zu bezweifeln. Außer man hat Baustellen mit wenig Platz. Weil am Ende des Tages geht es bei großen Baustellen natürlich um Geld und um Geschwindigkeit. Da kommst du mit dem großen Dumper natürlich weiter. Aber wenn man guckt, was der kostet und was der kann, ist der wirklich jeden Cent wert. Wie gesagt, ich habe keine Reparaturen, ich habe keine Probleme mit dem Ding. Der hat jetzt einige Betriebsstunden drauf und wurde auch schon ordentlich geschunden. Muss man dann für sich selber entscheiden. Ich sage Daumen hoch. Wie gesagt, habe ich mir selber gekauft, habe ich selber bezahlt, kriege ich nicht gesponsert oder sonst irgendeinen Kram. Kurze Unterbrechung, weil ich natürlich wieder zwischen rausquatschen musste. Wie gesagt,
Wenn ihr irgendwelche Fragen zu dem Ding habt, schreibt es mir in die Kommentare. Kann ich auch ein Foto schicken oder sonst irgendeinen Scheiß. Und guck mal, wie schäbig der nebendran lacht. Ja, und wie gesagt, wenn ihr einen schäbigen DJ braucht mit einer dreckigen Lache, ich verlinke den Marcel unten drin. Der ist zwar ein Assi, aber der kann gut Musik machen. Ja, wenigstens. Was kannst du sonst außer machen, dass die Luft stinkt? Musik und Elektrozeug. Na, siehst du mal. Also, lasst mir ein Abo da, drückt bei ihm auf den Kanal. Ich verlinke mal Instagram. Instagram hast Instagram. Du, ne? Also, Instagram verlinke ich. Drück mal drauf, freut er sich drauf. Wir helfen auch den Minderbemittelten und Assis. Ihr Lieben, bis zum nächsten Video. Ciao.